So, hier die grafische Darstellung zum homogenen Mengenmonopol. Wie kommen wir hier auf diese Grafik? Wir hatten ja allgemein als Reaktionsfunktion gegeben, dass gelten muss, xi ist gleich 30 minus 1/2 x2 minus i. Okay, und wenn wir das eben aufschreiben, konkret für 1 und 2, dann steht da eben x2 mit, ich fange mal mit x2 an, ist gleich 30 minus 1/2 x1. Okay, das ist schon direkt diese Funktion hier. Und weil in dieser Grafik eben x2 auf der vertikalen Achse ist, müssen wir dann die andere Reaktionsfunktion, die so heißt, müssen wir dann eben umstellen nach x2. Und dann haben wir eben x2 ist gleich 60 minus 2 x1. Okay, das heißt, also das hier ist R2, die Reaktionsfunktion für 2, und das hier ist R1, die Reaktionsfunktion für R1. Und wir sehen hier, das hat eine steilere Steigung. Das hier ist dann eben die steilere Grafik. Und dadurch, dass die unterschiedliche Achsenabschnitte haben und unterschiedliche Steigungen, müssen sie sich zwingend irgendwo schneiden. Und das ist eben da der Fall, wo für beide Mengen jeweils 20 gilt. Wir hätten auch einfach argumentieren können, weil das ganze Modell symmetrisch aufgebaut ist, können wir die zweite Reaktionsfunktion hier einfach durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden zeichnen. Aber es ist natürlich nochmal netter, das hier einfach explizit aufschreiben zu können. Und das Nash-Gleichgewicht ist eben der gemeinsame Schnittpunkt der Reaktionsfunktionen. Denn die Reaktionsfunktionen sagen uns ja in einer stetigen Variante, was unsere besten Antworten sind. Und da, wo sich die Reaktionsfunktionen dabei schneiden, muss ja dann also ein Nash-Gleichgewicht vorliegen, weil da spielen sie ja beide ihre beste Antwort. Und das nennen wir dann hier auch Cournot-Nash-Gleichgewicht für diese Art von Modellen. Und das muss man natürlich nicht grafisch lösen, das kann man auch analytisch lösen, indem man einfach ineinander einsetzt. Wenn wir dann zum Beispiel haben, wenn wir das hier dann einsetzen hier rein, dann haben wir eben x2 ist 30 minus 1/2 mal 30 minus 1/2 x2, und dann haben wir 30 minus 15 plus jetzt habe ich irgendwo einen Denkfehler drin. Okay, ich sehe es nicht. Aber glauben Sie mir, ich kann es ja auch mal anders machen, indem ich einfach die beiden Seiten gleichsetze, nämlich 30 minus 1/2 x1 ist gleich 60 minus 2 x1, und dann habe ich da eben stehen 3/2 x1 ist gleich 30, und dann ist x1 eben 20. Sorry für das hier. Ja, aber hier ging es ja darum, hauptsächlich die Grafik zu erkennen.